Marc Niederhauser, jetzt haben wir zwei Derbys hintereinander. Als erstes sind wir gegen den Favorit gesehen, jetzt sind wir der Favorit gesehen. Aber es war ein wesentlich enges Spiel gesehen. Ja, es war sehr eng gesehen heute. Also Lauf hat uns das Leben wirklich schwer gemacht. Sie waren sehr gut eingestellt gewesen. Ich denke, der Buffy, der Trainer, wird sie Teil dazu beigetragen haben. Wir haben Chancen gehabt. Wir haben in den ersten, also in den drei Drittel haben wir etwa 60 Schüsse aufs Goal gehabt. Es hat halt keinen wollen reingehen, was auch auszeichnet dafür ist, dass halt der Imhoff sehr gut gehabt hat heute. Und ja, es ist sicher wesentlich schwieriger gewesen als am Samstag, wo eigentlich Goal gefallen sind, so wie man es eigentlich gerne hätte. Ja. Am Schluss ist es noch relativ knapp geworden. Eben, man ist in die Verlängerung, aber auch im dritten Drittel viel Action, aber die Böcke sind nicht rein wollen. Was siehst du da als Grund? Ja, es gibt halt oft immer so Spiele, wo es nicht will. Eben, es kommt immer ein bisschen auf den Gegner drauf an, es kommt auf jeden Einzelnen drauf an, wie ist das Feeling. Und ich denke, es ist immer wichtig, vor allem im Teamsport oder im Hockey, wenn wie früher also mal einer reingeht, desto besser kann man auch die Emotionen auf die Seite holen und dann kann man auch das Spiel dementsprechend gestalten. Laufen ist über drei Drittel lang dabei gewesen. Das hat natürlich einem umgegeben und uns das Leben umso schwerer gemacht. Ja. Und darum, ja, Gratulation an Laufen. Sie haben sich wirklich tapfer gestemmt gegen uns. Ja. Kurz vor Schluss oder kurz vor Verlängerungsantritt haben wir noch ein Timeout genommen. Was haben wir da besprochen? Ja, also es ist sicher in erster Linie gesehen, um die aufs Powerplay, also für Powerplay dann draufgekommen sind, dass die noch mal ein bisschen Luft haben zum Schnaufen. Es war eigentlich nicht mehr gross etwas besprochen gewesen. Wir wissen, wie wir müssen spielen oder die im Powerplay, wie sie müssen spielen in der ersten Powerplay-Linie. Und es ist eigentlich wirklich mehr darum gegangen, dass alle einfach noch mal ein bisschen durchschnaufen und sich sammeln und je nachdem noch den Game-Winner machen, kurz vor Ablauf. Ja. Du hast mit dem Goal in der Verlängerung das Game-Winning-Goal geschossen. Ist das eine grosse Erlösung für dich? Ja, ich denke nicht nur für mich, sondern auch für die Mannschaft generell und für alle mitgereisten Fans. Ist immer schön, in der Overtime, wenn man den Entscheidenden machen kann und so noch den zweiten wichtigen Punkt holen. Aber eben, ich denke, ja, es ist... Wir haben immer daran geglaubt und wir haben wirklich den Sieg gewählt. Und darum denke ich, haben wir ihn schlussendlich auch verdient. Ja. Gut, dann bedanke ich mich und wünsche viel Erfolg im nächsten Spiel. Danke dir.